Hallo Klemmbaustein-Eisenmann-Fans. So, hier haben wir meine Baureihe 0110 von der Deutschen Bundesbahn vor uns. Beschriftung fehlt noch, ansonsten ist es soweit komplett. Es sollte eigentlich die Blubricks Baureihe 01 werden, aber die hat mir optisch nicht so ganz zugesagt. Und ehe ich mich versehen hatte, hatte ich hier eine Baureihe 0110 stehen. So, der Tender, das ist ein Öltender mit Ölaufsatz. So, 3 Lichtspitzenbeleuchtung hinten. So, hier habe ich ein wenig geschummelt. Das sind die roten Radblenden von Bluebricks, die habe ich zugeschnitten, dass ich halt hier so ein dreiachsiges Drehgestell hinbekommen habe, wie das Original auch hatte. Hier haben wir den Motor. Hier oben, das kann ich abmachen, dass der Powered Up Hub eingesetzt. So, dann habe ich mal die Lok. Ups. So ist das, wenn man nicht viel Platz hat. Da fällt gerne mal was ab. So, also die hat ein festes Fahrwerk, die mittlere Achse ohne Spurgrenze und die Räder, die sind komplett von Big Band Bricks. Das sind die durchbrochenen Vor- und Nachläuferräder. Die Treibräder, das sind die XL, also eine Nummer größer wie die von Lego bzw. Bluebricks. Dadurch kommt das Modell eine Platte höher. So, und das Gestänge, wenn man in die Richtung, wie man sieht, es geht auch vorne an den Zylinder. Da habe ich einfach zwei Lichtschwerter eingesetzt, sage ich jetzt mal dazu. Das Ganze ist farblich noch nicht optimal, das wird noch farblich angepasst, aber das funktioniert so ganz gut. Das läuft mit einem Dreiviertel Pin, der ist da einfach dazwischen geklemmt. Das funktioniert ganz gut. Ich werde hier noch eine Noppen längere Lichtschwerter einbauen. So, hier haben wir den Vorläufer. Das ist jetzt bei mir alles auf Radius 72 ausgelegt, also dass hier das läuft in Radius 40 nicht. Man sieht, dass hier hält es nur hier vorne. Auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Das kann man vielleicht noch besser machen. Aber ja, ich kann die Lok kann ich auch so aufgleisen. Das geht ganz gut. So. Dann fahren wir mal. Stufe 1. Wie man sieht, das Modell läuft sauber. Aber beim Radius 72 kann man auch nicht so viel falsch machen. Wenn ich hier jetzt hätte auf Radius 40 tauglich machen wollen, was ich Gott sei Dank nicht brauche, hätte ich vielleicht hier und da noch mal einen Kompromiss mehr eingehen müssen. Aber so ist das schon ganz optimal für mich. Da fahren wir mal ein bisschen schneller. So, das da ist Stufe 8. Fahren wir mal jetzt schneller. Der Dampflok ist keine Rennsemmel, obwohl das ja hier schon ein Schnellzugdampflok ist. So. Das war meine Baureihe 0110. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss.